Anyways, Freunde, die Erde ist flach. Es ist so und jetzt wird euch Jules davon überzeugen, warum es so ist. Also ich habe mich mit der Thematik mal ausgiebig beschäftigt, weil es mich interessiert hat, warum Leute so denken. Und ich gebe nochmal ab und an was Stories von dem, was ich von Flat Earther mitbekommen habe. Aber ich bin gespannt, wie er die Story aufbaut. Sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, Shane Dawson ist drin und ich hoffe, diese eine Flat Earth Doku ist auch drin, weil die waren echt beyond stupid. Also die waren komplett behämmert. Der Beginn von allem. Der Urknall, der das Universum erschuf, so wie wir es heute kennen. Nach dem Urknall sind riesige Galaxien aufgeblüht. Sterne sind entstanden in allen möglichen Formen und Materialien. Chemische Elemente. Bro, einfach Minecraft, die Minecraft-Elemente als so Planete. Formen und Materialien. Chemische Elemente haben sich gebildet. Die ersten Lebensformen haben unsere Erde betreten und vor ca. 230 Millionen Jahren dominierten dann auf einmal Dinosaurier unsere. Oh mein Gott, Digga, gibt's den von Littlefoot als Greenscreen oder hat den selber ausmaskiert? Das ist crazy. Flache Erde. Doch kam irgendwann ein mächtiger Komet und warf alle Dinos mitsamt ihren Familien von der Erde runter. Welche bis zu dem heutigen Tag durch unsere Galaxie schweben. Die fliegenden Dinosaurier sind das, was die Menschen heutzutage unsere Sterne nennen. Irgendwann entstanden dann die Homo Sapien. Sie fingen an mit einfachen Werkzeugen, fanden dann aber wertvolle Materialien auf der Unterseite der Erde, mit denen sie sich immer weiterentwickeln konnten. Kriege sind ausgebrochen, weil böse Menschen noch bösere Dinge tun wollten und so wurden diese einfach von unserer Welt heruntergeschubst, um weitere Schandtaten zu verhindern. Über die nächsten Jahre formte und veränderte sich die Zivilisation. Kulturen entstanden, technisch anspruchsvollere Gebäude wurden errichtet, welche man an einem Ist das fucking Ark? Oder was ist das? Welches Spiel ist das? Oder ist das einfach nur ein Dino mit einem Haus drüber? Ja, müsste. Als ob man sowas in Ark machen kann. Einfach fucking Zoo nachbauen oder was? Welche man an einem sonnigen Tag allesamt problemlos in einer... Digga, die Statue oben rechts ist ganz, ganz schlimm. ...Reihe auf unserer flachen Erde bewundern kann. Wait, the Earth is flat. Always has been! Always has been. Okay, ich glaube, es ist klar, was ich sagen möchte. Okay, Leute, sagt mal, pass auf. Sagt mal 1, die Erde ist flach. 2, die Erde ist rund. Ja, okay, 3, alles klar, weiß Bescheid. Danke, Chat. Er ist offensichtlich nicht flach, sondern sieht sie aus wie Mario. It's not spherical. It is in fact Mario-shaped. Become a Mario-Earther today. Die Erde ist ein Globus, ein Fakt, den 99% der Bevölkerung genau so unterschreiben würde. Doch zwischen all den ganzen Menschen auf unserer Erde gibt es ein paar Leute, die ein bisschen... Ja, war das nicht der Typ? Digga, ich sag, pass auf, ich hab mir, wie gesagt, ich hab einzelne Sachen gesehen. Ich sag so, jeder Typ, der Flat Earth nicht glaubt, sondern propagiert... Also der darüber redet und das preacht. In den meisten Fällen, nein, fuck it, in allen Fällen... Es ist immer ein Typ, der fucking, ich sag's, ist mir, der ein Loser ist, der irgendwie nicht weiterkommt, der, keine Ahnung, bei ihm läuft nicht, was auch immer, aber anstatt zu grinden, glaubt er irgendeine Conspiracy-Scheiße und preacht dann, dass die Erde flach ist, weil er dann ein Living draus macht. Ich mach zwar aus allem mir auch ein Living, aber das ist Passion, Bruder. Und diese, es ist immer das Gleiche. Nee, stimmt nicht, wir hatten einen im Studium, die war ganz hart. Oh Mann, viele von denen preachen das, obwohl die wissen, dass es rund ist, um die Idioten abzusehen. Genau das, Ace. Genau das. Das ist einfach fucking Abcasherei. Warum? Weil man mit, das wird Jules safe im Video sagen, weil man mit Flat Earth, man kann mit Flat Earth, wenn man daran glaubt, jede Kleinigkeit, jeden minimalen Fehler im Charakter auf irgendeine bösartige Regierung schieben, die einen klein halten will. Und das ist Flat Earth im Kern. Ich hoffe, der thematisiert das. Aber das ist wirklich jedes Mal das, was man mitbekommt. Dass die einfach sagen, nee, ich kann ja gar nichts für meinen Umstand, weil die Erde ist flach und bla 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 bla. ...weitergehen und behaupten, die Erde sei flach. Nun, es wäre jetzt ziemlich simpel, sich einfach über ein paar dumme Leute mit verrückten Theorien lustig zu machen. Denn hinter der Idee einer flachen Erde steckt deutlich mehr Historie als einfach nur ein paar moderne Menschen mit Aluhüten.
Digga, wie ist das Beste? Use kids to commit your crimes. Denn die Ungewissheit über die Form der Erde findet seinen Ursprung schon vor tausenden von Jahren. Genau genommen im alten Griechenland. Eine Zeit, zu der Leute noch... Ey, wisst... Guck mal, was für eine geile Meta war das für? Man sagt ja heutzutage, ich gehe ein Geschäft machen, wenn man kacken gehen will. Und das liegt daran, dass damals gab es ja noch keine Kanalisation, kein System dafür. Deswegen gab es Institutionen, wo sich die Menschen getroffen haben und nur die Reichen konnten in solchen Institutionen kacken und deswegen haben die dort gechillt und die haben dort Geschäfte abgewickelt. Au, Digga, stell dir vor, du bist am Kacken und neben dir ist dein Bro und der ist auch am Kacken. Digga, was ist das für eine kranke Meta gewesen? Bro, überleg mal, damals war Shisha-Bar. Shisha-Bar war damals einfach Toilette. Gegenüber sitzt mit Backgammon. Imagine, ihr müsst zur Vertragseinheit euch Hände geben. Zeit, zu der Leute noch keine geschlossenen Toiletten hatten, sich also beim Geschäft erledigen gegenseitig in die Augen starren mussten. Warum? Ich sag ehrlich, da wurden Geschäfte geschlossen, Bro. Of a lifetime. Da wurden die heftigsten Geschäfte geschlossen. Warum zeichnen wir uns nicht einfach auf irgendwelche alten Keramikvasen und lassen Menschen tausende Jahre später rätseln, was wir eigentlich damit sagen wollten? Ja, hey, das ist mein Opa. Gib ihn her. Ach, fick dich, Schlampe. Okay, stell dir vor, du bist ein antiker Grieche, machst eines Morgens deine Augen auf und plötzlich, wie vom Blitz getroffen, kommt dir die Frage, hey, wo genau in diesem Universum bin ich eigentlich? Okay, anscheinend irgendwo in Griechenland, denn alle haben so coole, lange und graue Bärte, bauen Statuen von sich selber und haben unfassbar coole Namen, die alle auf Totales enden. Aber worauf genau stehe ich? Bro, wir haben alte Philosophen eigentlich gelebt. Haben die den ganzen Tag gechillt, so gepreacht, was sie glauben und dann einfach gechillt so? War das deren Leben, einfach so übers Leben nachzudenken? Deren Job war es einfach, übers Leben nachzudenken. Wenn du mit einem Mann kacken kannst, kannst du ihm dein Leben anvertrauen. Digga, sei ehrlich, ist so. Wenn du neben einem Mann kacken kannst, kannst du ihm das Leben anvertrauen. Das ist true. Oh, warte mal. Das stimmt so nicht. Kanalisationen stammen schon aus der Antike und es gab öffentliche, kostenlose Gebäude, damit sich keine Krankheiten verbreiten. So. Ah. Wieder was gelernt. Danke dir, Svaros. Waren oft Mathematiker, die wurden von Reichen bezahlt, damit sie flexen konnten. Ey, Reiche, Bro. Warte. Reiche, Bro, haben damals einfach Philosophen bezahlt und haben die so gegenseitig in den Kampf geschickt. Los, Sokrates! Philosophie! Und dann haben die sich so gebattelt. Ey, wir leben in der Scheißzeit, Mann. Es ist echt langweilig. Damals ging so viel ab. Das war ganz anders. Das ist echt wirklich. Sokrates wird zum Beispiel nachgesagt, dass er Leute öffentlich getrollt hat und dafür gefördert wurde. Diese ganzen Leute von damals, auch Musashi Miyamoto. Musashi Miyamoto war so ein heftiger Motherfucker, Alter. Dem war alles egal. Ach, Mann, damals waren die Peoples anders drauf. Aufbinder! Einem Würfel? Einem riesigen Elefanten? Gibt es auf dieser Welt überhaupt ein Ende? Keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Aber eine Sache ist klar. Wenn ich in den Horizont gucke, dann sehe ich nichts außer flach. Okay, ich habe genug gesehen. Die Erde ist wahrscheinlich flach. Bis zum Jahre 500 vor Christus sollte es dauern, bis irgendjemand daherkam und sich die ganze Sache etwas genauer anschaute. Warum heißt... Beziehungsweise, mich würde es interessieren, ich weiß nicht, ob es Aufzeichnungen davon gibt. Haben die Menschen... Das ist doch eigentlich interessant. Haben die Menschen überhaupt über so ein Konzept nachgedacht wie Erde, Globus, was auch immer? So, weil wenn du keine Ahnung hast, denkst du einfach, das ist die Welt, Bro, das war's, es gibt nur das. Oben sind irgendwelche Sterne, aber du kommst doch gar nicht darauf, dass irgendwie du auf einem Planeten bist. Wie sind die Menschen darauf gekommen, dass sie auf einem Planeten drauf sind? So, wisst ihr, was ich meine? Es gab einen Typen, der ständig in die Vorlesung von Plato gegangen ist und dort laut gegessen hat, um die anderen zu nerven. Bro, altes Griechenland different. Kommt doch ein Video. Ach, geil, Alter. Ist es eigentlich 500 vor Christus? Wer ist Christus? Keine Ahnung. Fick dich. Es war der Mann, dem es zu schulden ist, dass man heute in der Schule irgendwelche Formeln auswendig lernen muss. Pythagoras von Samos. Pythagoras, der Sohn, hat mich so gefühlt. B-Quadrat gleich C-Quadrat. Er sprach zu den Menschen, wenn der Mond... Schön, nur wegen Pythagoras, diesen Peach, Alter, musste ich Dings werden, YouTuber, weil ich Schule nicht geschafft habe. Nein, Spaß. Rund ist, dann sind wir auch rund. Nein, also die Form der Erde ist auch rund.
Außerdem, was ist mit der Mondfinsternis? Ein sich langsam bewegender, runder Schatten? Man sieht unterschiedlich viele Sterne von verschiedenen Orten auf unserer Erde. Leute, ich glaube, unsere Erde ist rund. Und das klang für die anderen auch ziemlich plausibel. Und ab da war die Erde auf einmal rund. Doch kann man das auch wirklich beweisen? Fragte ein zweifelnder Grieche aus einer hinteren Ecke heraus und fing an, mit Stein zu werfen. Ja, sagte ein Mann, der 250 Jahre später geboren wurde und einen genauso schönen Bart bekam wie die anderen auch. Sein Name war Eratosthenes. Ihm fiel auf, dass wenn man einen einfachen Holzstock irgendwo in der Nähe einer Stadt in Südägypten um genau 12 Uhr in den Boden steckt, dieser Stock keinen Schatten wirft. Weil ihm wahrscheinlich sehr langweilig war, wollte er herausfinden, ob genau dies in einer sehr viel weiter nördlichen Stadt um 12 Uhr auch der Fall war. Doch aus irgendeinem Grund warf dieser Stock dort einen Schatten von ungefähr 7 Grad. Sind das die Schattengötter unserer übersexualisierten Mythologie oder ist das vielleicht Wissenschaft? Wahrscheinlich zweiteres, denn wenn die Sonnenstrahlen parallel auf die Erde scheinen, aber zur gleichen Zeit an beiden Orten unterschiedliche Schatten anzeigen, kann die Erde logischerweise nicht flach sein, sondern ist sie eine runde und dicke Kugel. Ich schwöre, die Menschen von damals waren different. Junge, wie kann man auf so eine Scheiße kommen? Die Menschen von damals waren einfach smarter als wir, die von TikTok ihr Gehirn zerschmelzt bekommen haben. Und spätestens seitdem war die runde Erde ein Fakt, den die nächsten Jahrtausende kein einziger Mensch mehr hinterfragen sollte. Wobei man dazu erwähnen muss, dass es ab und zu natürlich noch ein paar Ausreißer-Kollegen gab. Denn dieser Franzose aus dem 16. Jahrhundert meinte, dass die Welt laut seinen Berechnungen genau so aussehen würde. Moment, die Karte ist nahezu perfekt. Lass mich nur noch eine kleine Änderung. Okay, I admit, I did some human trafficking, but I only trafficked French people, so that's givable. Ein Hawaiianer. Warte, was? Warte, was? Der sich einfach ein paar Kontinente dazu gedichtet hat, weil wieso auch nicht? Ich meine, was ist das überhaupt für eine Karte? Wo ist Frankfurt am Main? Ach so, ist KI. Okay, ich hab gar nicht drauf geachtet. Er mich von meinem 12-jährigen Sohn entfernt, keiner kümmert sich drum. Ein Doktor aus dem 19. Jahrhundert meinte, die Erde sei eine Kugel und Engel würden an jeder Ecke auf uns warten. Ja, das klingt ziemlich legit. Doch spätestens ab dem ersten gebauten Globus von Martin Behaim kam keiner mehr auf die Idee, an einer runden Erde zu zweifeln. Nicht mal im Mittelalter, also zu einer Zeit, als die Leute noch random Frauen verbrannten, weil sie dachten, wenn du schwimmen kannst, bist du eine Hexe und wir bringen dich um. Wenn du untergehst, bist du keine Hexe und du stirbst. Und sie wären Hexen mit magischen Fähigkeiten, die auf Zauberwesen fliegen. Was außer Hexen kann sonst noch brennen? Noch mehr Hexen! Selbst dort wurdest du aus... Das Ding ist, wie war das zu der damaligen Zeit? Gab es nur weibliche Hexen oder gab es auch Hexer? Weil wenn es nur weibliche Hexen gab... Ist ja das Wort Hexe? Digga, dann gab es halt einfach ein paar Männer, die nur weibliche, Digga, oh Gott. Das heißt also, es gab manche Männer, die so ein kleines Ego hatten, dass sie sich so sehr von der Frau bedroht gefühlt haben, dass sie die verbrannt haben. Bro, das ist schon different. Das ist schon different. Aber schon geil gewesen, wenn man einen Korb bekommen hat, kann man einfach sagen, sie ist eine Hexe. Oh nein, Alter, ist das böse. Ist es böse, ey? Oh nein. Kommst nach Hause, kein warmes Essen auf den Scheiterhaufen. Die Frau macht auf meinen Döner immer weniger Fleisch, sie muss eine Hexe sein. Imagine, sie kocht schlecht, direkt Hexe. Dort wurdest du ausgelacht, wenn du auf einer Burgfeier gesagt hast, dass die Erde flach sei. Du Trottel! Warum hören wir dann heute noch regelmäßig von dieser flachen Erde? Wie kann es sein, dass heute statistisch mehr Leute an eine flache Erde glauben, als es Menschen vor Tausenden von Jahren getan haben? Die Antwort ist leicht. Es ist die Schuld vom Internet. Let's go, baby, let's go! Es ist 2015. Das Internet boomt wie noch nie zuvor. Gruseliger Slenderman. Ey, Bruder, dieses... 2015, Digga. Das Internet... dieses Scheißkleid. Okay, Freunde, wir machen es ein allerletztes Mal, okay? Sind wir uns alle einig, dass wir links ein blaues Kleid sehen und rechts ein weiß-goldenes Kleid? Sind wir uns da wenigstens einig, dass wir links ein schwarz-blaues Kleid sehen und rechts ein weiß-goldenes? Da sind wir uns doch einig, oder? Ich habe dieses Meme niemals verstanden. So, Chat, jetzt ehrlich, ohne Troll. Welche Farbe
hat dieses Kleid. Digga, das ist... Ey, jeder, der weiß Gold schreibt, der trollt. Blau-schwarz, ich sehe es aus. Ist das vielleicht das falsche Bild? I don't know. Also ich sehe blau-schwarz. Weiß-Gold. Ey, niemals, Bruder, Weiß-Gold. Nein, ich... Ey, ihr trollt. Ihr müsst trollen. Da ist... Als Kind habe ich so gedacht, was ist denn, wenn alle die Farbe Rot als blau wahrnehmen, aber Rot nennen und ich der Einzige bin, der die Farbe anders sieht? Das solche Gedanken habe ich mir als Kind gestellt. Merkt man, glaube ich, auch bei mir, ne? Einfach 50% der Menschheit hat sich dazu entschieden, alle anderen zu trollen, haben dieses Kleid veröffentlicht. Ich schwöre es, ja. Aber ist es die Lore davon? Warte mal, das weiß ich bis heute nicht. Ist es die Lore, dass die Leute sagen, die was Weiß-Gold sehen, dass die verarschen? Ist das die fucking Lore davon? Es kommt auf das Licht an. Ach so. Geil. Das wusste ich gar nicht. Crazy, wieder was gelernt. Lustige Videos auf Vine. Somebody. Shrek tritt die Tür auf. Lustige Videos auf Vine. Free Shavacadoo. Oh, baby, triple. Und plötzlich gibt es einen riesigen Vorteil. Jeder kann seine Meinungen und Ideen komplett unproblematisch ins Internet stellen und hochladen. Der Nachteil an der ganzen Sache, sorry. Jeder kann seine Meinungen und Ideen komplett unproblematisch ins Internet... Australia does not exist. Zebras sind keine echten Tiere, sondern wurden einfach irgendwann erfunden. Was muss in deinem Leben schiefgehen, dass du dort sitzt und dir denkst, Brüder, Zebras sind von der Regierung ausgedachte Wesen, die da sind, um die Bevölkerung zu Seid ihr noch... Seid ihr bereit, die rote Pille zu nehmen und eure Sicht auf die Welt danach für immer zu verändern? Ja. Wenn die Erde wirklich rund ist, warum fahren Autos dann so und nicht so? Wenn die Erde rund ist, erklärt mir das hier. Guckt durch ein Teleskop und zoomt ganz weit rein und langsam aber sicher erscheint die Minecraft World Border Textur. If the Earth isn't flat, explain this. Außerdem, wenn die Sonne ein Stern ist, warum sieht sie dann nicht so aus? Ist das hier etwa ein sehr seriöses Foto, auf dem die NASA gerade die Sonne wegtransportiert. Altes Nintendo-Spiel sorgt für neue wissenschaftliche Erkenntnisse in der Flache-Erde-Theorie. Gravitation? Wie bitte? Wenn Isaac Newton so schlau war, warum ist er dann tot? Oh, ey. Ja, ich liebe dies. Bro, das sind die geilsten Memes, Digga. Das waren echt, diese Memes in Google Trends waren die geilsten. Das habe ich so auf einem anderen Level gefühlt damals. Beste Memes, ehrlich. Seine Haare im All wäscht, er hat aber gar keine Haare. Okay, mal die ganzen Jokes beiseite. Es gibt wirklich Menschen, die an eine flache Erde glauben. 1, 2, 3. Guck mal. Menschen, die an eine... Er hat einfach Flat, guck mal, er hat einfach Flat Earth Tattoo, aber selbst das Tattoo ist nicht flach. Eine flache Erde glauben. 1, 2, 3. First rule. Der Typ, Bro. Der Typ ist so ein, der ist so ein richtiges, war das Basement Ding, Alter. Der ist, oh nein, ey. Der, oh nein. Flat Club is you don't talk about Flat Club. Ach, Digga, halt doch dein scheiß Maul, Alter. Siehst du auch hier wieder? Erste Regel des Flache Erde Club, wir reden nicht über die Flache Erde. Das ist wieder diesen Spruch nehmen, der bekannt ist, damit die Leute, die Teil davon sind, sich besonders fühlen und eine Zugehörigkeit verspüren. Das ist so richtiger Sektenscheiß, Alter. Ich weiß nicht, ob es erwähnt wird, aber ich meine, das noch im Kopf zu haben. Ich meine, dass der Typ, der bei der Flachen Erde Convention diese flache Erde, dieses Modell der flachen Erde gebaut hat, als er gefragt worden ist, woher er denn weiß, dass die Welt so aussieht, er gesagt hat, dass er keine Ahnung hat und auf Google Bilder geschaut hat. Ich weiß, ob es noch vorkommt, aber ich kann mich noch erinnern, dass es in der Doku so gewesen ist. Are you the dumbest dude of all time because you're a flat earther, or are you a flat earther because you're the dumbest person? This. And the earth is... Flat. The earth is flat. Hat sich jetzt gezeigt? Bro, nicht Harald. Digga, ey, Bro. Dann verliert den Glauben an die Menschheit. Nein, Spaß. Er doch nicht, Digga. Die Erde ist eine Scheibe. Laut einer Studie aus 2018 glauben gerade mal 84% aller Amerikaner, dass die Erde rund sei. Heißt, du wirst regelmäßig im Supermarkt mit mindestens einer Person an der Kasse stehen, die wirklich glaubt, dass die Erde flach ist. Warum? Die Welt ist eine Kugel. Aber die Experimente sagen genau das Gegenteil. Im Alter zwischen 18 und 24 sind es sogar 34%, also ein Drittel eines ganzen Uni-Vorlesungssaals, der nicht an die runde Form...
Also, guck mal, ich sag's so. Wenn du das erste Mal von einem Gedanken flache Erde hörst, okay? Das ist kurz interessant. Oh, Basiker, pass auf, ich geh in fucking Conspiracy-Modus, okay? Conspiracy-Theory-Modus, ich zeig euch, was die Leute machen, ja? Pass auf, Freunde. Ja. Die Erde wird uns als rund verkauft, weil dadurch, dass die Erde rund ist und wir wissen, dass wir in einem Kosmos sind von vielen verschiedenen Planeten, von vielen verschiedenen möglichen Lebewesen, die dort draußen leben, ist unser eigenes Leben unbedeutend. Und wir merken gar nicht, dass wir unser Leben aktiv... genauso ein Scheiß ist das Ding, es ist genauso ein Scheiß, es ist genauso, oh, du kannst gar nichts dafür, weil die Kuppel ist da und deswegen bist du eingesperrt und Digga, halt's Maul, wir sind auf der Erde, hast du hier und nicht irgendeine Scheiße von wegen Regierung. Ich meine, es gibt so viel Shit in unserer Welt, das wissen wir alle, es gibt so viel fucking Shit, aber das ist echt, also, da lass ich los. Die dunkle Seite der flachen Erde, Ruffy, neue Sekte, zurück. Dritte der Flat Earth Sekte vorbei, let's go. Von der Erde glaubt, denn die Welt ist eine Scheibe, die besteht wiederum aus Atombomben. Brasilien, ein Land mit 7% Flat-Earthern, by the way, hat sogar einen ganzen Fußballverein, der leidenschaftlich an eine flache Erde glaubt. Und die spielen doch mit einem verfickten Ball. Put some respect on the circle. Jetzt stellt euch einfach vor, ihr tretet gegen eine Fußballmannschaft an und eure Gegner glauben einfach daran, dass die Erde flach ist. Into the box, Willingham shoots, seit dem Internet boomt der Glaube an eine flache Erde so stark wie noch niemals zuvor und sie halten nicht damit zurück, ihr Wissen mit den anderen zu teilen. The Earth is flat! Anyone ever told you the Earth is flat? Eine ganze Convention nur für Leute, die an eine flache Erde glauben. Dating-Seiten für Flacherdler. Selbst wenn die Erde flach wäre, selbst wenn, hypothetisch, warum muss dein ganzer Charakter daraus bestehen, dass du glaubst, dass die Erde flach ist? Das ist doch nur eine fucking Insecurity in die eigene Persönlichkeit. Es gibt so viele Menschen, die so viel Großes und Tolles erreichen könnten, wenn die sich nicht an solchen dummen Sachen aufhalten würden. Kennzeichen und Autobemalung. Facebook. I can fix her. Ich glaube, eine Earth-Flatterin könntest du nicht fixen. Gruppen. Natürlich gibt es Verschwörungs-Flat-Earth-Facebook-Gruppen. Ich werde mich jetzt erschießen. Flat-Earth-Bücher zum Weiterentwickeln bzw. Zurückentwickeln. Go back, I want to be monkey! You want to hear some Flat-Earth-Music? Next level. I cold. Flat-Earth-Model on my bezel. Shut the fuck up! Und diese Menschen scheinen ziemlich überzeugt von der Idee und sie sagen das nicht einfach nur so, sondern belegen das auch mit ihrer Wissenschaft, langen Internetseiten und sehr, 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 sehr vielen YouTube-Videos. You know that the Earth is flat. Well, I've watched over 50 hours of video. 2015 war das Jahr, in dem die Theorie der flachen Erde ein richtiges Comeback feiern durfte. Also ein Comeback nach 2500 Jahren. Und mit welchen genialen Behauptungen sie so an den Start kommen, das erfahrt ihr nach der Werbung. Hey Leute, willkommen zu meinem Minecraft Let's Play. Honkai Star Rail ist ein von Chinesen gemachtes Spiel mit... Digga, er macht einfach, was er will, Digga. Es ist unglaublich. Leute, okay, Star Rail checkt ab, Digga. Lasst Hack da. Ganz schön viel Hack und Slay und Slash, Auto-Crash und dem gewalttätigen Umgang mit Anime-Kindern. Vergiss normale Waffen. In diesem Spiel sind deine einzigen Waffen riesige Hühnchen, ein XXL-Gitarrenkoffer, ein Pizzaschneidemesser und die gemeinsame Verbundenheit von 25 Millionen Weebs. Lesbische Frauen. In der intergalaktischen Anime-Welt, größer als die kleinste Stadt in Baden-Württemberg, kämpfst du gegen eine Müllschonne, dem unfassbar starkem Drang, Geld auszugeben und den gefährlichen Cosplay-Gegnern der... Ey, Shoutout an Honkai Star Rail, dass sie so cool sind, damit zu spielen, dass so das Game gepaid wird. Das finde ich geil, dass sie das in der Werbung drin lassen und damit cool sind. Da, Digga, zieh ich den Hut vor. Das finde ich geil von denen. Hauptschulen Anime AG der 11. Klasse. Stell dir ein Team zusammen aus schizophrenen und mental instabilen Anime-Waifus. Wow, warum habe ich auf einmal 9 Reddit-Tabs auf? Wow, diese Naruto-Episode habe ich aber anders in Erinnerung. Mit dem neuen Charakter Acheron und ihrem riesigen XXL-Katana kämpfst du deine Gegner wie Zorro aus One Piece. Nur in deutlich cooler, kannst neue Freundschaften schließen, philosophische Diskussionen führen und deine Gegner auf schmerzhafte Weise nach Argentinien vaporisieren. Außer... Digga, wo zum Teufel bin ich gerade?
Außerdem ein neues Update mit Cocktail, ein Teammates heilendes Soda-Getränk. Bitte registriert euch über den Link in der Videobeschreibung und helft mir dabei, unendliches Leben sowie unfassbar viel Reichtum zu erlangen, um Frankreich zu stürzen. Es würde dem Kanal sehr helfen und ihr kriegt 50 Stellare Jade umsonst obendrauf. Werbung Ende. Leute, gönnt ihn mal, Digga. Geht mal auf Download, Digga. Geht mal auf Download und gönnt ihn. This was taken in Egypt at midnight. You can see the sun and the moon together. That is a picture from Star Wars. Bilder von der runden Erde, so wie sie uns bekannt ist, werden von der Regierung gefaked. Und alle möglichen Parteien sind mit involviert. Illuminati or the Bilderbergs. The Jesuits, the Freemasons. Die Scheiße meine ich, Digga. Diese Scheiße meine ich. The Trilateral Commission. The Rockefellers or say it's the Illuminati. It's probably all of them. Satan. NASA, of course. CIA. CIA. KGB. CCP. CIA, BDBT, TBDND, GBE, HAQ, Digga, halt's Maul. Ja, ehrlich, Alter. Weltraum-Footage wird in Hollywood-Studios DBS, DBZ, DBGT, OP, NS, AOT, BMW, TCG, OPT, OPT sowieso, HDMI, HDMI. Weltraum-Footage wird in Hollywood-Studios seit Jahren mit CGI und Greenscreens gefaked, wo es auch schlagfertige Beweise für gibt, wie zum Beispiel rote Kreise auf Bilder mit schlechter Auflösung. Photoshop, CGI and paintings. Are you a scientist? Yes, I have a 4-year degree in creative education. From where? From myself. You gave it yourself. Die Herangehensweise der meisten Flacherdler ist diätetik, also nur auf das zu vertrauen, was man auch mit dem eigenen Auge sehen und wahrnehmen kann. Who do you think took this photo? You know, I didn't take it myself, so unless I took it myself, I can't say I know it's a real photo. Do you feel yourself spinning, wobbling, gyrating? No, I'm pretty rock solid. Rock solid. Heißt, man guckt in den Horizont und die Erde ist flach. Man steigt in ein Flugzeug, guckt raus, die Erde ist flach. Jedenfalls, wenn man mit einem ganz bestimmten spezifischen Kameramodell filmt. Nikon P900 or even the Nikon P1000? Yeah, this is the P1000, this is the P900. I like the P900 or the P1000. Man guckt sich mit einer Lupe ganz nah einen Basketball an, heißt, logischerweise ist er flach. Oh. Okay, aber dieser Burger hier wird doch genauso groß sein wie das Auto, was da steht, oder? Der Löffel im Glas schneidet sich beim Betreten des Wassers in zwei Hälften, oder? Ich denke, ihr versteht das Problem. We don't fly off the spinning globe because it's not spinning. Angeblich ist die Erde flach, weil unser Wasser immer zum niedrigsten Punkt fließt und ein Globus dann dementsprechend so aussehen müsste. Toilet water's not flying out on people in Australia because of gravity. Well, hello. It doesn't fly out of the toilet because water seeks its level. Skip it up and down up. Because the water. Die Erde muss flach sein, weil Flugzeuge, wenn sie auf dem Weg zur Südhalbkugel wären, gerade nach unten fliegen müssten. Und das würde man in einem Flugzeug sitzen auf jeden Fall merken. To Melbourne for a cup of Cheeto with Abrigo. I didn't do any nosedives because I know. Digga, redet der fucking Namekianisch oder was? The lady let go the trolley at the back of the aeroplane. Checkmate. Game's over. Die Erde ist flach, weil wir angeblich sonst so zur Arbeit gehen müssten und Schiffe auf der unteren Seite der Erde kopfüber fahren würden. Oh Mann, ey. Hey, yo, what the fuck? Electromagnetic energy, not gravity at all. Gravity is a deception. Dieser Mann formuliert an seiner dreckigen Schranktür, dass die Erde flach sein muss, weil Gebäude auf einer runden Erde wegen der Krümmung in der Luft stehen würden. This guy thinks buildings are thousands of kilometers long. Laut diesem Bild ist die Erde flach, denn wenn dieser Helikopter für 12 Stunden in der Luft stehen bleiben würde, er doch eigentlich auf der anderen Seite des Planeten wieder rauskommen sollte. Es gibt keine Gravitation. Bis heute nicht. Das musst du mir erklären. Klingt interessant. Kein Bock. Hier hat eine Rakete angeblich die Kuppel getroffen. Die NASA traut sich nicht aus dem Weltall an Australien ran zu zoomen, weil sie sonst bestätigen würde, dass in Australien alles auf dem Kopf steht.
Scheiße! Viele Flacherdler kommen auch aus dem christlichen Bereich, weil sich in manche Bibelpassagen eine Flacherde reininterpretieren lässt. Was auch der Grund ist, warum man die Bibel nicht als Wissenschaftsbuch nehmen sollte. Was leider auch heißt, dass man mit einem einfachen Holzstab keine... Nein, das stimmt allerdings, Jules, da hast du einen kleinen Fehler drin. Was leider auch... Tatsächlich hat Moses damals mit einem Beyblade das Meer in zwei geteilt. Also er hat die Kraft von einem Beyblade und der hat das Meer dann in zwei geteilt. Also das ist wirklich passiert. Da hättest du ein bisschen in Geschichte aufpassen müssen. Ist jetzt nicht schlimm, so bei Banger-Video und so, aber Moses hat das Ganze mit einem Beyblade geteilt. Ja. Auch heißt, dass man mit einem einfachen Holzstab keine Meere spalten kann. Hey, was machst du da? Die naheliegendste Frage bei der ganzen Sache bleibt natürlich noch offen. Wo ist der Abgrund? Die am weitesten verbreitete Meinung ist, dass die Erde von einer riesigen Eismauer umgeben ist, so etwa wie die aus Game of Thrones, nur dass die Eismauer von der Regierung bewacht wird und jeder, der sich auch ihr nur 100 Meter nähert, gnadenlos erschossen wird. Digga, wie kommt man auf so eine Scheiße, Alter? Yeah, well, they don't let us necessarily go there. Enormous 200-foot ice wall holding the oceans in level and flat. The North Pole is actually in the center of the flat disk Earth. Does that make sense? Eine Bibel. Stelle, in der steht, dass bewaffnete CIA-Agenten der Regierung mit einer AK-47 am Eisrand stehen, um die Menschen daran zu hindern, den Abgrund der flachen Erde zu entdecken, habe ich leider nicht gefunden. My crew is big and it keeps getting bigger. That's cause Jesus Christ is my... Menschheit verarscht. Sehr schwierig! Mit Geschichten über den sogenannten Südpol oder Expeditionen zum angeblichen Südpol gemacht. Alles Bullshit, weil es keinen Südpol gibt, der unten an einer idiotischen Kugel kleben soll. Vater, hast du wieder deine Pillen nicht genommen? Und wenn man sich ein wenig mit den Theorien der Flacherdler beschäftigt, merkt man, dass die meisten selber nicht so wirklich wissen, wie denn jetzt eine genaue Karte der flachen Erde aussieht. This thing right here. That's what makes this community different. In dieser Flat Earth Version gibt es nicht mal einen Eisrand, was wahrscheinlich die regelmäßig verschwindenden Fischerboote im Bermuda Dreieck erklärt. It don't. It don't go down. Robert, it goes down. No, it don't. It do go down. Oh. Brasilianische Flat-Earth-Forscher haben nach jahrelangem wissenschaftlichem Arbeiten dieses Modell von Erde in die Welt gesetzt und anscheinend ist rechts noch ein unentdeckter Kontinent, wo die Regierung was auch immer an geheimen Experimenten durchführt. Na endlich, ein Toast, der immer auf die richtige Seite fällt. The whole thing is Gaia. Dark Continent. But the top is Atlantis. In dieser Karte gibt es eine riesige schwarze Sonne, die die Erde von unten anscheint. Three suns, three moons, with Mercury in the middle, acting as both a sun and a moon. Dieses Modell besitzt nur einen einzigen riesigen Kontinent. Ein Modell, auf dem die Hälfte der ganzen Weltpopulation einfach fehlt. Und dieser Ersteller hat doch... Digga, das ist doch ein fucking neuer Arc in Hunter Hunter. Was laberst du, Bro? Was ist denn das, Alter? Das ist fucking... Bro, das ist nicht unsere Erde. Ich sag euch, was es ist. Das ist eindeutig. Das ist der Scheiß, Leute. Jedenfalls ein paar Substanzen zu viel zu sich genommen, bevor er seine Karte designt hat. Sutala loca, atala loca, Jambudvipa, Ocean of Milk. 3, 2. Laut diesem Modell ist über der großen Kuppel einfach ein enorm riesiges Wasserbecken und klar, seht ihr auch am Himmel die ganzen schwimmenden Haie. You're gonna go through the water beyond the firmament in a submarine. Oh, Digga, das Wort U-Boot, Digga, das habe ich noch böse in Erinnerung. Viele Leute glauben auch, dass es über der großen Eismauer hinaus eine weitere riesige Welt gibt, die uns normalen Menschen noch verwehrt bleibt. What if there's other civilizations here? What if these are where the controllers of the world live? Digga, get your fucking life together und hör auf, es einmal auf andere zu schieben. Wir leben in einer Welt, die ist nicht optimal, okay, aber Digga, hör doch auf, immer auf alle, auf andere. Ach Mann, ich hasse die. Guck mal, pass auf, real rap an dieser Stelle. Wir leben in einer Welt, die nicht fair ist, okay? Die Welt ist sehr, sehr unfair in vielen Sachen. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass du enorm viele Sachen erreichen kannst, wenn du an dir selber arbeitest und schaust, wie du ein besserer Mensch sein kannst. Und immer alles auf andere zu schieben, das ist die dümmste Einstellung, die du haben kannst. Weil dann hast du immer eine Ausrede. Selbst
wenn die Welt dich kontrolliert, Regierung dich kontrolliert, was auch fucking immer, selbst wenn es so wäre, wenn du dir trotzdem sagst, dass du an dir selber arbeiten kannst und an dir selber erstmal die Fehler suchst, kannst du ein besserer Mensch sein. Für dich selber, für keinen anderen. Immer dieses bla 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 Regierung, Regierung, Regierung. Alter, ich kann das nicht mehr. Ey. Es macht mich so fertig, weil Menschen sich einfach von ihrem eigenen Potenzial aufhalten. So, und das ist ein Meme-Video, aber manchmal muss ich sagen, mich macht es sauer, dass man immer diese anderen Leute, so diese anderen Faktoren, so, ja, ich kann ja nicht wegen dem und dem und ich kann ja nicht wegen dem, boah, ich hasse das. Zum Beispiel die große Eisballtheorie, also die flache Erde auf einer... Ja, Digga, ihr Fick, was? Erde ist flach, aber trotzdem Globus. Riesigen, runden Eiskugeln. Ich glaube, das ist so etwas wie ein Friedensangebot zwischen Flat Earthern und dem Rest der vernünftig denkenden Menschheit. Warte mal, guck mal, das ist doch ein gutes Stichwort, was ich hier gerade im Chat sehe. Das ist, guck mal, in One Piece, ja, ist die Regierung proven böse, ja? Und trotzdem lässt sich Monkey D. fucking Ruffy davon nicht aufhalten und tut das, was er tun muss, um König der Piraten zu werden. Warum? Weil es ihm scheißegal ist, wer irgendwas kontrolliert. Er lebt sein fucking Leben. Some of us think that there's other lands that they're hiding from us. And that could be very well that they discovered... Er sagt, es gibt andere Länder, die verheimlicht werden. Digga, er denkt auch, unsere verfickte Erde ist ein scheiß DLC und jeden Moment kommt da Kontinent. Kommt er noch klar? These other lands and they just don't want us to know about it. Wusstet ihr, dass unsere Welt nur eine von vielen in einem großen und heiligen... Bruder, ich schwöre, wisst ihr, was Flat Earther denken? Die denken so, Digga, es gibt nicht nur Erde, es gibt noch andere Sachen. Es gibt noch andere Welten und er denkt sich so. Er denkt einfach so, was ist denn los mit ihm? Keine Ahnung, warum auf dieser Karte die ISIS einen Kontinent bekommen hat, heißt aber wahrscheinlich Alter. Nichts Gutes. In der Mitte vom heiligen Karussell-Ozean gibt es einen riesigen schwebenden Kontinent wie bei fucking Avatar oder diesem Ghibli-Kinderfilm, auf dem antike laserschießende FBI-Roboter gehortet werden. Auf diesem Kontinent leben Harpien, die wahrscheinlich ziemlich coolen Loot droppen werden, wenn man einen von ihnen tötet. Der Wald der Giganten, vor dem man lieber Abstand halten sollte. Natürlich aber auch bekannte Namen wie Atlantis, der Garten von Eden, das große Imperium Asgard oder Cocaine mit schlechter Rechtschreibung. Und wenn ich mir diese riesigen Karten genauer angucke, muss ich wirklich sagen, die Konzepte sind wirklich, wirklich cool. Ich meine, ein Kontinent hinter der Eismauer in Form einer riesigen Schlange? Ich würde mich darüber freuen. Einmal nach Jotunheim, bitte. Vielleicht gibt es hinter der Eismauer auch einen zweiten Eiffelturm, der auf einem riesigen Frosch steht, oder ein zweites Berlin. Wobei, das wäre nicht wirklich cool, das wäre grausam. Ich würde gerne in einer Welt leben wie bei Attack on Titan und hinter der riesigen Mauer aus Eis irgendwelche coolen neuen Technologien entdecken, vielleicht ohne dabei von einem Titan gegessen zu werden. Hidden lands beyond the ice walls. Um die anderen Kontinente freizuschalten, müsst ihr erstmal Level 120 erreichen. Ein Land voller McFlurry-Maschinen, die niemals kaputt gehen und immer funktionieren. Was kommt als nächstes? Die Season 7 Fortnite-Map? Babe, wake up, Flat Earth just got an expansion pack. Und ja, es gibt tatsächlich in der Antarktis eine riesige Eismauer, doch wenn du diese passieren würdest, würdest du irgendwann in Mecklenburg-Vorpommern wieder rauskommen. Und wenn euch diese ganzen Fakten nicht überzeugt haben und ihr euch doch für die blaue und ernüchternde runde Erdepille entschieden habt, dann habt ihr das Glück, jetzt ein paar neue Erkenntnisse der Wissenschaft zu genießen. Die Erde ist rund, weil Schiffe auf dem Meer, je weiter sie wegfahren, wegen der Erdkrümmung langsam aber sicher am Horizont verschwinden. Hilfe! Wir ertrinken! Warum hilft uns denn niemand? Selbiges gilt auch für Windturbinen oder die Sonne, die jeden Tag aufs Neue in wunderschönen Farben langsam die Nacht einläutet. Oh nein, ich ertrinke. Wie funktionieren Flüge auf einer flachen Erde? Ich meine, wisst ihr noch damals, als Japan Pearl Harbor angegriffen hat und tagelang erstmal um die komplette flache Erde herumfliegen musste? Wir sehen von jedem Ort der Erde alle die gleiche Seite vom Mond, was auf einer flachen Erde... Ach so, stimmt ja, weil... die Entfernung wäre ultra big, wenn es flach wäre, weil du ja von da... Weil du kannst ja nur von A nach
Also kannst du nur von so nach so und nicht von so nach... Ach, keine Ahnung. Erde wegen der Perspektive offensichtlich nicht funktionieren würde. Wait, what? Die Erde ist rund, weil man von verschiedenen Orten unserer Welt in der Nacht unterschiedliche Sternformationen sieht. Wow, ich erzähle euch gerade etwas, was man schon mit 12 Jahren weiß. Wie soll NASA bitteschön die Videos vom All und der Mondlandung mit CGI gefaked haben? CGI Image. Wenn CGI vor 50... Digga, es gibt eine Sache, die haben Flat Earther und Anime-Fans gemeinsam. Die heulen beide wegen CGI rum. Jahren so aussah. Die Erde ist rund, weil es ein Video gibt, wo Tom Scott ein Brot ins Weltall geschickt hat und die Krümmung der Erde selber aufzeichnen konnte. Sometimes it's okay to cause a little bit of drama. It caused the worst nuclear accident in humanity's history. I offer 3 bitcoins for 1 globe proof. Und nehmen wir jetzt mal an, wir könnten uns ein Universum angucken, in dem unsere Erde wirklich flach ist. Wir würden bei einer Mondfinsternis das hier sehen. Oder vielleicht das hier oder das hier, je nach Interpretation, wie unsere Welt letztendlich geformt ist. Während des Tagesrhythmus würde man zu jeder Zeit die Sonne über der Erde herumkreisen sehen. Heißt aber auch, dass man kein Auge zukriegen würde, weil wir durch eine von oben scheinende Sonne den ganzen Tag lang Lichteinstrahlung genießen dürften. No, at night the lamp turns off. Da. Das Zentrum. Rick and Morty Folge, wo es eine flache Erde gibt, wäre echt geil, ne? True, Alter. Das wäre schon cool. Der Gravitation wäre bei einer flachen Erde genau hier. Heißt, alles würde zur Mitte gezogen werden. Regen, der einem frontal entgegenkommt. Bäume, die schief auf der Oberfläche wachsen. Wasser wäre primär nur in der Mitte der Scheibe aufzufinden. Und je weiter du von dieser weggehst, desto stärker wird die Gravitation. Heißt, je näher du an den mit NASA-Turrets bewachten Eisrand kommst, desto eher hast du das Gefühl, dass sich eine riesige Kraft wieder zurückzieht. What if gravity isn't real? Wir müssten also What? Alle sehr zentral leben, mitsamt der gesamten Masse des Ozeans, welcher schlagartig zum Zentrum fließen würde. Oder wir bauen Häuser auf der Kante der Erde, weil da die Gravitation halbwegs aushaltbar ist. Wobei das Ganze eh obsolet wäre, weil die Erde sich in so einer Form ziemlich schnell von alleine zerstören würde. Wenn die Erde flach wäre, würden diese Leute hier an eine runde Erde glauben. My uncle one time, he got in his boat and I swear to fucking God, we never saw that motherfucker again. And I believe personally that he sailed off the edge of the earth. Kurz mal. Oh, Alter. Zigaretten holen. Und wie findet man am ehesten raus, ob die Erde rund oder flach ist, wenn man jegliche Art von Beweisen der Wissenschaft empirisch ablehnt? Man muss es selber testen. Das Experiment der Flacherdler war simpel. Man nehme zwei große Holzbretter und stellt sie auf einen langen und geraden Fluss. Beide versehen mit jeweils einem Loch. In der Nacht projiziert man ein helles Licht durch die beiden Löcher, welches Kilometer weit entfernt sollte die Erde flach sein, auf der perfekt gleichen Höhe wieder rauskommen sollte. Sollte die Erde jedoch rund sein, müsste man das Licht höher halten und die Kamera könnte nur dann den hellen Lichtstrahl einfangen. We don't see you, Enrique. Lift up your light way above your head. Interesting. Interesting, yeah. Nice job, Team. Willkommen im Jahre 400 vor Christus. Geschweige dem Fakt, dass manche Leute schon während des Experimentes abgehauen sind oder dass sie in einem flache Erde-Experiment bewiesen haben, dass die Erde... Wie läuft Ramadan, mein Bruder? Hä? Wieso? Also ich wünsche allen eine schöne Zeit. Aber ich bin nicht am Fasten. Ich bin auch kein Moslem. Aber ich... ich habe es auch, glaube ich, noch nie irgendwo gesagt. Aber ich wünsche allen eine schöne Fastenzeit. Ich finde immer Fasten sehr, sehr schön. Weil ich immer cool finde, wie von den Kollegen so die Familien zusammenkommen und eine schöne Zeit haben. Rund ist, war dieser Test längst nicht das erste Experiment, was die Flacherdler auf die Beine gestellt haben. In einer Reportage wurde vor den Augen von Flat-Earthern ein Boot mit den logischerweise Stück für Stück verschwindenden Linien langsam in den Horizont gesegelt. What we're seeing is actually real. You think it's because of... Yeah. Heat. Oh, absolutely heat. Does anyone here in Flat Earth believe it's a globe? It's still flat. Anyone, raise a hand. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine.
Flat Earther haben auch mehrfach angekündigt, einen Antarktis-Trip zu machen, um sich selber von der riesigen NASA-Eismauer-Verschwörung zu überzeugen. So this is the edge of the world I was talking about. Doch wurde das Projekt aufgrund fehlender Spenden auf Eis gelegt. Mit solchen Leuten zu diskutieren ist ungefähr so, als würde man mit einer Taube Schach spielen, außer dass die Taube nach zwei Zügen anfängt, auf das Brett zu kacken, wegfliegt und all ihren Freunden erzählt, dass sie das Spiel gewonnen hat. Gravity is just an anecdotal wet dream of Isaac Newton. You can't even prove that it exists, and that proves that it doesn't exist. Am einfachsten wäre es wahrscheinlich, wenn man einen Flat Earther ins All schicken würde und er sich somit mit seinen eigenen Augen von der runden Erde überzeugen kann. Oh Gott, die NASA hat meine Augen geeckt. Und so eine ähnliche Idee hatte genau dieser Mann hier. Das hier ist Mike Hughes, auch genannt Mad Mike. Now the edge which keeps all the oceans in is a 150-foot ice wall, which is Antarctica. Yesterday, the sun and the moon was in the sky at the same time. Which is not possible, in my belief, on a globe. Der Name Mad Mike kommt wahrscheinlich daher, weil er auf die geniale Idee kam, sich selber mit einer selbstgebauten Rakete in die Luft zu schießen, um zu beweisen, dass die Erde flach ist. I bet you've never seen the face of a sexually satisfied woman burn. Von den Medien wird er als Verschwörungstheoretiker und naiver Flacherdler betitelt. He might just be crazy. Die meisten machten sich über ihn lustig. Doch mit Hilfe von Spenden der Flat Earth Community wollte er eine Rakete konzipieren, die die Leute vom Gegenteil überzeugen sollte. Mad Mike wollte sich selber ins All schießen. Aha. Nun, abgesehen davon, dass man mit einer selbstgebauten Rakete niemals so hoch kommen könnte, um die Erdkrümmung zu sehen, kann es sein, dass Mad Mike ein sehr ausgeprägtes Raketenhobby hatte und um seine teure Freizeitbeschäftigung auszuführen, sich als ein Flat Earther ausgegeben hat, um Spenden für seine Raketen zu bekommen. I believe it is flat. I believe you don't believe that and you just want a free trip to space. A lot of people think that, you know. Uh-huh. But what's that got to do with the flat earth? Nothing. Dieser Typ, meine Damen und Herren, ist ein Held. Nothing. Dann musste er in ein paar Interviews noch ein bisschen schauspielern, ein flache Erde-Schild auf seinen Truck kleben, ein bisschen auf den Conventions rumalbern und voila. Mad Mike ist leider vor ein paar Jahren nach einem fehlerhaften Raketenstart beim Aufprall tödlich verunglückt und bleibt seitdem als legendärer Madman in Erinnerung. Die Flat Earth Community und alle ähnlichen Gruppen, die sich sonst noch so im Internet finden lassen, lassen sich in genau 5 verschiedene Camps aufteilen. Why would they want to fool you into thinking the Earth is round? I don't know. And that's why it's so scary. Als erste. Boah, Digga. Da ist komplett vorbei. Also da, Digga, wenn du nicht mal einen fucking Reason hast, das zu glauben. Digga, das ist komplett, das ist letzte Stufe. Der ist komplett verloren. Es gibt es die mental instabilen. Aufgeben. Sie bilden die Basis der Flat Earth Community. Ihre größte Eigenschaft ist, dass sie nicht nur an eine flache Erde glauben, sondern auch ein flaches Gehirn haben. Flat, all the way. That's flat gang, baby. Flat gang? Yeah, flat gang. All the way. That's flat. Adolf Hitler. They have reincarnated him. He has been cloned. Well, mine, I'm fine. But I es sind die, die wirklich aus tiefster Überzeugung an eine flache Erde glauben und sich in irgendeiner Weise besonders oder Teil einer größeren Community fühlen wollen. This is the biggest conspiracy of all. So sehr gefangen in Verschwörungstheorien, dass sie sich über die Jahre sozial abgeschottet und isoliert haben, weil sie glauben, sie würden als einziger verstehen, wie die Welt wirklich funktioniert. I've lost family members who want nothing to do with me. because of my belief. My 18-year marriage okay. ended as a result. I see. And I'm a highly intelligent person. No longer speak to my... I don't know about that one. Parents, my brother, or...
anybody else. Eine Familiendiskussion an einem Lagerfeuer im Garten über die flache Erde hat sich ziemlich hochgeschaukelt und der Flacherdler hat aus Wut einfach Möbel in das Feuer geworfen und das halbe Haus ist abgebrannt. Say these three words. I'm not ashamed. Oh, das ist einfach eine anonyme Alkoholikergruppe ohne ein Ziel. Gibt es noch die Händler? Es ist die Gruppe von Menschen, die auf verschiedene Weise Profit Händler, aus der Flat Earth Community herausschlägt. Freunde, ich mag die erste Staffel von SAO. Lass es uns alle zusammen sagen: I am not ashamed. Hier zwischen 300 und 700 Dollar mit jeder seiner Globus-Alternativen. Seien es selbstgebaute und beleuchtete Flat Earth-Modelle, T-Shirts mit einer flachen Erde oder ähnlichem drauf, mit denen man sich dann vor anderen Menschen blamieren kann. Flat Earth Watch. I mean, seriously, Flat Earth can be put on anything. The Flat Earth Beef Jerky Soße oder überteuerte Tickets für Conventions, in denen man sich mit anderen Flat Earthern intellektuell austauschen kann. Matter of fact, I'll be the last man standing. Why you falling for that fake moon landing? Woo! NASA's been tricking us all. Gravity isn't a law. Ha, ha, your whole reality's flawed, thinking you spin on a ball, but, Shut the fuck up. Hey, die haben einfach unser deutsches Oktoberfest gestohlen und Flat-Toberfest draus gemacht. Hey! Hey, German food. German food? Yeah, we found German tourists. We cooking them. Was kommt als nächstes? Ein Flat-Earth-Pizza-Restaurant? Oh, ich meine, ist Pizza sonst nicht flach oder wie genau soll man das verstehen? Time to deliver a pizza ball! Und natürlich gibt es auch noch die Trolle, die nicht mal ansatzweise an eine flache Erde glauben, aber sich immer wieder von der Idee amüsieren, dass es da draußen wirklich Leute gibt, die die Form dieser Erde anzweifeln. The Earth is flat. Prove me wrong. Mountains. Jegliche Communities im Internet, seien es Flat-Earth-Gruppen auf Discord, Subreddits oder Twitter-Seiten, sind mittlerweile ein Sammelplatz für Memes über die flache Erde geworden. Spinner. If the Earth is flat, explain this. Da es allein rein statistisch wirklich schwer ist, einen Flacherdler mal in seinem natürlichen Habitat zu entdecken. Selbst kleinere Gruppen und Communities wurden mit der Zeit langsam unterwandert von schaulustigen Abenteurern und Trollen, die einfach nur ein paar Flat Earther verarschen wollen. Mods are asleep. Upvote spherical Earth. Wenn die Erde flach ist, warum haben dann Katzen noch nicht alles runtergeschubst? Es sollte eine Reality-TV-Show geben, in der Flacherder das Ende der Welt suchen. Bruder, ich glaube, wir laufen im Kreis. Dreht sich die Flacherde einfach nur extrem schnell und erwirkt somit den Anschein, dass sie rund sei? Wenn die Erde flach wäre, würde es einen Russen geben, der Klimmzüge an der Kante der Erde machen würde. Oder die schon seit Jahren im Internet kursierenden Memes und Theorien darüber, welche die Erde ist ein fetter A. Form die Erde denn noch so haben könnte. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass unser Mond eine Banane ist. Und natürlich die sehr kleine, aber niemals zu vergessene Flat Mars. Oh nein, jetzt geht's los. Dazu gehören natürlich auch YouTuber und Schaulustige, die regelmäßig Flat Earth Conventions besuchen, um sich einen Spaß zu erlauben. I think I'm coming out of the Flat Earth closet. I really hate to say this. I think there's someone hanging right there. Oder Stars, die ab und zu mal in den Raum werfen, dass die Erde möglicherweise. Oh, Kyrie, Bro, nein, Kyrie, don't do this. Check auch? It's true, the Earth is flat, the Earth is flat. So listen, I drive from coast to coast and this shit is flat to me. I'm just saying, I drive from Florida to California all the time and it's flat to me. I do not go up and down at the degree angle and all that stuff about gravity. Have you looked outside Atlanta lately and seen all these buildings? You mean bigger? Flach sei. That was a joke about the world being flat, right? Was it? Unterhalten oder flach? Weder noch. Curveball, weder noch! Oder Xavier Naidoo, der flache Erde-Propaganda in seiner Telegram-Gruppe geteilt hat und seitdem auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Dann gibt es noch die Hardcore-Verschwörungstheoretiker. Alles ist eine Lüge. Nur sie allein verfügen über Geheimwissen, zu welchem die anderen keinen Zugriff haben. Fake Evolution, you're researching vaccines, you're researching the occult,
And blood sacrifice, adrenochrome. In 99% der Fälle glauben Flat Earther auch daran, dass die Mondlandung gefaked war. Okay, Schnitt. Wow, Neil Armstrong. Hey, Moment mal, sollten Sie nicht auf dem Mond sein? Dieser Flacherdler denkt, es wäre gesund, rohes Fleisch zu essen. Just like that. It's very delicious. Ein Video darüber, dass die Dinos nicht existiert haben. Do you know they made up dinosaurs? What do you all think of the dinosaurs? Nazi propaganda. Die Evolutionstheorie ist fake. Hitler lebt hinter der riesigen Eismauer. A place called New Berlin, Antarctica. Australien existiert überhaupt nicht, womit ich persönlich kein Problem hätte. Einer meint, es würde keine Wälder auf dieser Erde geben. Bro, what the fuck? Ich meine, es sind Bäume. There are no forests on Earth. Eine flache Erde, die auf einer riesigen Weltenschildkröte platziert ist, taucht auch regelmäßig auf, wird aber schon seit hunderten Jahren verschiedenen Mythologien zugeordnet und ist dementsprechend leider genauso real wie Pegasus, das fliegende Pferd, dass ein riesiger, muskulöser Mann unsere Welt hält. Daran glaube ich actually. Also das glaube ich ist schon true. Also ich glaube schon, dass dass Atlas der Gute, dass die Welt trägt. Das denke ich schon. Da bin oder ich mir relativ sicher. Oder der supermächtige Zeus, der von oben Blitze auf die Menschen wirft. Das glaube ich auch. Is there anything that you don't think was an inside job? That's a tough one, you know. The Jews are in fucking, they freaking control all of everything. I mean, if you, okay, 9/11, back to that. Eine verdächtige Überschneidung mit der Furry-Community, der Glaube an eine hohle und leere Erde und ganz viele andere Sachen, an die Flacherdler noch so glauben. Everybody has their own sun. What do you mean? Literally. What do you mean literally? Literally everybody has their own sun. It's not like a burning ball of gas. Jeder hat seine eigene Sonne. Weil jeder von uns Eskanone wie am Mond im Herzen trägt. Jeder hat seine eigene Sonne. Cold. Sun is cold. The sun is cold. Und ich meine, gesunde Systemkritik ist ja irgendwo nachvollziehbar. Es gab zahlreiche Verschwörungstheorien, die sich später in der Geschichte... Ja, also ich finde Systemkritik ist wichtig. Ich finde, also ich persönlich, das sage ich jetzt nur so aus, einfach für die Allgemeinheit. Also ich persönlich finde, man sollte die Steuern, ich finde, man sollte die Steuern senken auf jeden Fall. Also ich finde 5% wäre schon fair. Als wahr herausgestellt haben, wie zum Beispiel dem Fakt, dass Tauben eigentlich nur mit Mikrofonen ausgestattete Drohnen der Regierung sind, die uns ausspionieren. Dann gibt es noch die Flat Earth Oberhäupter, die gerissenste Gruppe von allen. I was wondering, how high do you think the dome is? How old are you? 12. Good for you. Man sieht die gefühlt 5 gleichen Gesichter in jeder Doku oder Reportage, die über Flat Earther gedreht wird. Ganz die vorne dabei, Mark Sargent. Das ist echt ein Stück. You're one of the biggest dick swingers in the Flat Earth game. This is the dumbest shit I've ever heard in my life. Yeah. And your whole life is a lie. I've heard that before. Leute wollen Fotos mit ihm machen. Er kriegt plötzlich enorme Aufmerksamkeit, kann plötzlich von der Flat Earth Community leben nämlich. Und Leute behandeln ihn wie ein Star. Geld, Aufmerksamkeit. Die beiden Sachen, schwache Menschen, die es vorher vielleicht nicht hatten, würden die jeden Scheiß tun. Und das flache Erde ist im Endeffekt nur ein bisschen Spinnerei. Man labert jetzt ein bisschen rum. Ne? Am Ende des Tages, Digga, schadet er keinen. Die sind zwar nicht so smart und so, aber schadet er keinen. Ne? Aber Aufmerksamkeit und Geld. Schlimm. Ganz schlimm. Man merkt es auch immer, Digga. Das, was Geld mit Leuten macht, viel Erziehung und so. Aus welchen, was du gelernt hast, was Werte sind, so. Kann auch nicht jeder was führen, ne? Ist ja nicht jeder, hat ja nicht jeder, also man hat ja keinen Einfluss auf seine Erziehung. Deswegen bin ich persönlich immer sehr dankbar für meine Erziehung, dass ich schon früh beigebracht bekommen habe, dass Aufmerksamkeit oder Geld keine Sachen sind, über die man sich profilieren sollte, über die man sich definieren sollte. Und das sage ich euch auch. Und das ist auch meine Erfahrung. Also es ist auch meine Erfahrung. Immer ein bisschen humble zu sein und ein bisschen halt nicht so den Blick für alles verlieren, hat sich in meinem Leben bis jetzt sehr positiv entwickelt. So, ich glaube, ich wäre auch schon längst auf die Schnauze gefallen, wenn es nicht so wäre. You're kind of the, like, father of this movement. How would you... Don't do that. Diese Handvoll an Personen, die man regelmäßig in Interviews sieht, könnte man mit einer Kanone ins All schießen. Und sie würden immer noch behaupten, die Erde sei flach, weil sie tief drinnen eh schon lange wissen, dass sie falsch liegen, aber trotzdem weitermachen. Mark, do you really believe this stuff? Tell me the truth.
I'm serious. I absolutely 100% believe we are not on a globe. We are part of a giant studio set. All the world's a stage and you're on it. Mark, do you really believe this stuff? Das ist mir auch damals aufgefallen, wie er das gesagt hat und dann die Scheiße. Denn wenn sie diese Lüge nicht weiter am Leben erhalten, würde auf einmal der komplette Freundeskreis verloren gehen. Man hätte keine Gemeinschaft mehr, in der man sich aufgehoben, ne? Keine Leute, die Fotos mit einem machen wollen. Keine Fanartikel, die man überteuert verkaufen kann. Mark Sargent, der Mann, der stolz für seinen eigenen Namen auf seinem T-Shirt trägt, müsste wieder bei seiner Mutter einziehen. Und so wird die Lüge zwanghaft weiter am Leben gehalten. Long live Flat Earth. Thank you. Es gab nur einen einzigen Fall, wo ein Flat Earther sich öffentlich dazu bekennt hat, doch falsch zu liegen. I'm wrong. The Earth isn't flat. Und dieser wurde auf Reddit von den Leuten zu Recht wie ein Star gefeiert. Upgrades, people, upgrades! Und so ist die Flat Earth Community heute nur noch ein Auffangbecken für Verschwörungstheoretiker und Kleingeister geworden. Gesteuert von ein paar gerissenen Leuten, die wahrscheinlich schon längst nicht mehr an eine flache Erde glauben. Sie dachten, ich bin komisch. Wir dachten viele Monate, dass er sie nicht mehr alle hat. Wir waren früher auf einer öffentlichen Schule, jetzt werden wir zu Hause unterrichtet. Schwerer Tobak, also wirklich, wenn man sich das überlegt, dass man da mit Menschen spricht, und das ist ja jetzt nicht nur diese große Familie gerade gewesen, das wirkt irgendwie ein bisschen wie Gehirnwäsche. Mittlerweile haben Flat Earther auch TikTok entdeckt und bemerkt, dass die jüngere Generation alles glaubt, sobald GTA 5 Gameplay in der unteren Hälfte des Bildschirms läuft. Und so steigen auch die Suchanfragen auf TikTok über eine flache Erde so rasant an wie noch niemals zuvor. Oh nein, Digga. I appreciate your input, but please, fuck off! YouTube und andere Plattformen haben nach der Peak-Flat-Earth-Zeit aus 2016 angefangen, Videos, die eine flache Erde behandeln oder offensichtliche Verschwörungsgedanken beinhalten, mit einem Banner zu markieren, um irgendwie wieder gut zu machen, dass sie mit ihrer Plattform der Nährboden für Millionen heute existierende Flat-Earther waren. Und ich meine, irgendwo kann man den Gedankengang nachvollziehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass solche abstrakten Sachen wie eine flache Erde existieren, ist gar nicht mal so weit hergeholt. Alleine der Fakt, dass wir existieren, die Erde genau die richtige Entfernung zur Sonne hat, die richtige Größe, die richtige Masse, ein Magnetfeld, eine Atmosphäre und mehr besitzt, ist so unendlich klein. Und trotzdem sind genau wir heute auf dieser Welt. Milliarden Jahre nach der Entstehung von allem und fragen uns, ob unser Planet rund oder flach ist. Es gibt leere Stellen in unserem Universum, die so riesig sind. Voll der Disrespect gegen das Leben eigentlich so, ne? Dass man sich die Frage stellt, ob es rund oder flach ist, Digga. Wir können glücklich sein, überhaupt zu existieren, Bro. Sind, dass wenn man sich in die Mitte dessen teleportieren würde, man in alle Richtungen nur das stockdunkle Schwarze sehen würde. Planeten, die nahezu perfekt ausschließlich aus Diamanten bestehen. Neutronensterne, von denen ein einziger Teelöffel so schwer wie ein ganzer Berg wiegen würde. Planeten, die der Erde von den Lebensbedingungen nahezu identisch sind, auf denen sich Lebewesen vielleicht schon längst geformt haben. Planeten, die nur aus Wasser bestehen. Ein Planet, auf dem es aufgrund der mineralen Wetterbedingungen Rubine und Saphire regnet. Ein Planet mit einer Oberfläche schwerter als Kohle. Das Weltall. Meint ihr, es gibt einen Planeten, in dem Berserk eine gute Anime-Adaption bekommen hat? Oder meint ihr, der Planet, den gibt's nicht? All ist so vielseitig. Und selbst wenn die Erde flach wäre, was wäre dann anders? Wir würden trotzdem immer noch alle zur Schule gehen, zur Arbeit fahren. Gefühlt gar nichts würde sich ändern. Wir bleiben immer noch dieser kleine Punkt irgendwo in unserem Sonnensystem. Ein Sonnensystem, welches gerade mal ein winzig kleiner Teil eines riesigen Planetenkomplexes in der gigantischen Milchstraße ist, die wiederum Teil von einem riesigen Cluster an Galaxien ist, welcher jeder seine ganz eigenen Systeme beherbergt, während all das nur ein kleiner Teil eines großen Ganzen ist, der weit über unsere Möglichkeiten hinausliegt. Hat das. Und das alles ist dann noch im Keller eines 16-Jährigen auf dem Rechner. Universum eine Grenze oder ist es unendlich groß? Wenn es unendlich groß ist, warum haben wir dann noch nie von anderen Lebewesen gehört? Wenn es eine Grenze gibt, was
ist dahinter? Sind wir vielleicht die ersten oder die letzten Lebewesen im Weltall? Irgendwann wird unser Universum enden. Wir werden dann schon lange ausgestorben sein und haben gerade mal ein paar Jahre auf dieser Welt verbracht. Wir alle werden irgendwann nur noch Staub sein und danach wird nichts mehr passieren und das bleibt für immer. Wieso war da ein fucking Stuhl? Ist das ein Teaser für ein neues Video oder was? Ey, geiles Video, geisteskrank, also wirklich unfucking fassbar. Also das Video war insanity, ehrlich, ey. Ja, was kann man abschließend dazu sagen? Es ist schon sehr traurig, wenn man überlegt, dass die Leader dieser Community nur in dieser Community sind, weil sie Aufmerksamkeit und Geld haben wollen und einfach nur Scheiße labern. Und ja, viele Menschen, die eigentlich nicht böse sind oder dumm sind, sondern einfach vielleicht eine schwere Zeit haben, total verwirren und ist schon scheiße, Digga. Ist schon wirklich scheiße, aber ich sag auch ehrlich, Digga, jeder, der an solche Sachen glaubt, ist abhängig von dem Thema, ohne das so zu hinterfragen, der hat auch einer, die selber schuld, ne? Muss man dazu auch sagen. Ganz klar. Ich finde immer schlimm, wenn diese die Leute Kinder haben, die das eingetrichtert bekommen. Ja, was ist zu machen, ne? Aber Kinder bekommen auch ganz viele andere Sachen eingetrichtert. Das ist auch, das muss man auch sagen, das ist doch irgendwie, das ist doch einfach Lauf der Dinge, Lauf der Welt so und die Welt funktioniert halt so.